Hörpost aus der zweiten Reihe Paket. Von und mit Esther Schweizer. Reden, sicher, wirken. Viele Jahre habe ich auf den Theaterbrettern, die die Welt bedeuten, gestanden und mich präsentiert. Jetzt bereite ich den Auftritt und die Bühne für Menschen vor, die sich in ihrem Alltag, Beruf und im Leben sicherer präsentieren wollen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie da sind. Hörpostfolge 15. Heute Lampenfieber überwinden. Ganz praktisch. Üben, üben, üben. Eine Binsenweisheit mit Klassikerpotenzial. Das Üben hat neben dem Verinnerlichen von Wissen, Fähigkeiten und guten Angewohnheiten und selbstverständlich ihrer Botschaft und auch dem Inhalt, den positiven Nebeneffekt, tiefe und belastbare Selbstsicherheit zu entwickeln und dem Lampenfieber vor dem Auftrittsstart und Action, ob analog oder digital, vorzubeugen. Vielleicht haben Sie auch bereits den einen oder anderen Tipp aus den vorherigen Hörpostfolgen ausprobiert. Auch das Ausprobieren gehört in die Kategorie Übung. Bevor ich mit Ihnen jedoch meine anderen Erfahrungen teile, hier erstmal mein ultimativer und sehr persönlicher erster Übungstipp. Die bewusste Atmung. Atmen, ausatmen, einatmen, Pause. Klingt einfach, banal und hat seine Tücken. Oft erlebe ich das vortragende ängstliche oder aufgeregte Menschen, das Lampenfieber oder die Nervosität mit einem kurzen Atemstillstand quittieren. Ups, Luft weg. Andere schlichtweg zu flach, zu kurzatmig ein- und ausatmen. Einige berichten, dass sie das Gefühl haben, sie werden geatmet und spüren eine ungute Beklemmung fast schmerzhaft im Brustkorb. Gerade in einer stressigen Situation, die Lampenfieber auslösen kann, benötigt das Gehirn Sauerstoff, ihr Gehirn. Ja, Sauerstoff, um weiter zu denken, weiter zu sprechen und dass der angespannte Körper, ihr Körper, ihre Muskulatur wieder loslassen und sich entspannen kann und sie zurück in ihre Körpermitte, die Erdung finden, sprichwörtlich den Boden unter ihren Füßen positiv spüren. Lampenfieber und Stress kann ziemlich trickreich sein. Mein zweiter Tipp für Sie: Spieglein, Spieglein an der Wand. Alleine üben, zu Hause, im Hotelzimmer oder wo auch immer. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, lassen Sie mich direkt noch ein wenig Dampf aus dem Kessel nehmen. Selbst wenn es Ihnen zu gewagt erscheint, nehmen Sie Ihrem inneren Kritiker, der Kritikerin und den vielleicht über Jahre gepflegten Selbstzweifeln in Bezug auf die Eigenwahrnehmung Ihrer äußeren Erscheinung einfach mal die Bühne weg und nähern sich dem Übungsvorschlag möglichst offen, sich selbst freundlich zugewandt und Vielleicht auch ein wenig kindlich-spielerisch. Der Spiegel, der ist das absolute Übungsminimum in Bezug auf Personal- und Zeitressourcen. Dritter Tipp. Und Action. Live-Aufzeichnung im Wald und auf weiter Flur. Wenn Ihnen die trockenen Übungen vor dem Spiegel schon von Anfang an zu langweilig oder zu analog erscheinen, spricht ja auch nichts dagegen, sich selbst direkt in Bild und/oder Ton festzuhalten. Angesichts der kontinuierlichen, sorgfältigen und wertschätzenden Auseinandersetzung mit sich selbst, werden sie über kurz oder lang und meiner Erfahrung nach unerwartet schnell notwendige und wertvolle Fortschritte machen. Zwei Möglichkeiten bieten sich hier an. Entweder Nehmen Sie nur Ihre Tonspur auf und hören sich die Mitschnitte zwischendurch in der Bahn, im Auto, in der Pause über Kopfhörer an oder Sie halten auch die bewegten, bewegenden Bilder mit fest. Für beide Optionen reichen die modernen Smartphones und die installierten Apps auf jeden Fall aus. Klar, wer will und mag positioniert sich vor der entsprechenden Kamera mit dem Scheinwerfer und in der Räumlichkeit mit dem entsprechenden Dekor und Outfit. Besonders, wenn Sie für Ihren nächsten digitalen Vortrag oder sogar für Ihren allerersten digitalen Vortrag oder der Keynote üben. Nummer 4. Üben, üben, üben vor Familie und Freunden. Die nächste Eskalationsstufe stellt es üben vor Menschen dar, die ihnen grundsätzlich wohlgesonnen sind. Diese positive Vorbelastung macht es ihnen aber nicht unbedingt viel leichter, ihre Rolle als Mutter, Tochter, Schwester, Tante, Kumpel oder beste Freundin zu verlassen und den Hut der vortragenden Person oder des Keynote-Speakers, der Speakerin aufzusetzen die eventuell einsetzende Scham wirkt sich aber trotzdem positiv auf ihr vortragsspezifisches Mindset aus. Haben Sie es geschafft, diesen Rollenwechsel zu vollziehen und auch von einem Publikum mit Heimvorteil akzeptiert zu werden, sollten Sie auch völlig fremde Menschen nicht vollkommen unbeeindruckt lassen. Der große Vorteil gegenüber dem Einsamen üben, ist die Möglichkeit, sich Feedback einzuholen. Ach, apropos Feedback, hören Sie gerne in die Hörpost 8. Keine Angst vor konstruktiver Kritik. Zurück zu diesem Tipp 4. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Freunde anzusprechen? Oder spannen Sie, wenn Sie mögen, gute Bekannte oder Kollegen, Kolleginnen, Teammitglieder mit ein, denen Sie Ihren Vortrag, die Präsentation oder die Rede ähnlich wie in einer Generalprobe präsentieren. Das klappt sogar analog wie online. Kleiner Tipp am Rande. Gerade wenn Sie ein neues Online-Format, eine neue Software für Ihre nächste Videokonferenz oder einem Online-Meeting, einem Call oder sogar ein neues Webinar ausprobieren wollen, ja, dann üben. Dafür eignen sich die Proben bis zur Generalprobe bestens. Tipp Nummer 5. Ihre Möglichkeiten, um unter Weltenschutz den Vortrag live vor Fremden üben zu können. Auch diese und möglichst diese letzte Übungsphase sollten Sie idealerweise absolviert haben, bevor Sie sich auf die große Bühne hinauswagen. Das heißt, Ihren geplanten Live-Vortrag vor fremden Menschen in einem einigermaßen geschützten Rahmen zu üben. Ob mit Vorproben, Generalprobe oder einer simulierten Premiere, das obliegt Ihnen. Dieser wichtige Übungsschritt Nummer 5 zieht seine Nützlichkeit aus der Tatsache, dass sie es mit Menschen zu tun bekommen, denen sie erst einmal vollkommen egal sind. Das hört sich zuerst negativ an, birgt aber die große Chance, vergleichsweise ehrliches und objektives Feedback einholen zu können. Auch und gerade um auszutesten, ob die von Ihnen empfundene Nervosität, das Lampenfieber überhaupt von den anderen Menschen genauso bemerkt wird wie von Ihnen. Oftmals ist es doch so, dass kaum ein Mensch Ihre tatsächliche und nur von Ihnen tief empfundene Unsicherheit bemerkt. Fragen Sie mutig nach. Auch das gehört unter den Aspekt Übung. Ein kleiner Tipp noch. Entwickeln Sie Ihre ganz persönliche Master-Checkliste, in denen alle vorgenannten Aspekte, die Vorbereitung, die Ablenkung und die Übung mit aufgeführt sind. Ebenso eine Feedback-Checkliste und ergänzen Sie diese nach jedem Probe- und Ernstfallauftritt. Positive Routine. Und das Festigen der einzelnen Übungsabläufe ist eine der besten Methoden, Lampenfieber zu reduzieren. Der Ernstfall macht den Meister. Viel Erfolg und toi toi toi, Ihre Esther Schweizer. Das war für heute Ihre Höhepost aus der zweiten Reihe Paket mit und von Esther Schweizer. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Hörpostvorschläge und wenn Sie mögen, lade ich Sie gerne für ein Interview oder Gespräch ein. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Hörpost. Hören und genießen. Ich freue mich auf Sie.